dieser dicke Bauch ist dann weg, da kommt ein Mensch raus. Da kommt ein kleiner Mensch raus. So, da dachte, also manchmal dachte ich, das geht gar nicht. Und auf einmal war ich selbst schwanger und habe gemerkt, da steht man vor den genau den gleichen Fragen und genau den gleichen Ängsten und Sorgen wie eine Nicht-Hebamme. Also sag mir doch jetzt bitte einer, was ich machen muss. Sag mir doch, ich wollte, dass mir jemand anders was über meinen Körper sagt. Ich wollte, dass mir jemand anders sagt, was ich machen muss in dem Moment. Und so funktioniert natürlich eine Geburt überhaupt nicht. Der schönste Moment, das war eigentlich, als ich meinen Sohn gesehen habe. Und als er zwischen meinen Beinen lag und ich mir angeschaut habe, das ist mein Sohn, der gehört zu mir. So wunderschön. Ich habe einen Blasensprung unterwegs auf der Straße gehabt, wovor immer ganz viele Frauen Angst haben. Ich fand das gar nicht so schlimm. Ich habe in der Straßenbahn eine riesen Pfütze hinterlassen, fand das eher lustig und habe mich einfach nur gefreut, dass es losgeht. Und dann hatte ich damit gerechnet, ich komme jetzt nachts in den Kreißsaal und dann geht es irgendwie los. Und ich sag mal, da ging es dann auch los, aber ganz anders, als ich das erwartet hatte. Ich hatte einen Dammschnitt. Ich wünschte, ich hätte nicht zugestimmt. Säuglinge sind keine Schieblinge, sondern Traglinge. Und habe dann das Tragetuch gefunden und habe dann nach ersten schrecklichen Probestunden mit meiner Hebamme habe ich dann auf eigene Faust noch was im Internet gesucht und stand dann irgendwie mit schreiendem Kind und Tragetuch vor YouTube-Videos und habe das versucht nachzubinden. Und als es dann irgendwann geklappt hat, hatte ich ein halbwegs zufriedenes Kind, nachdem ich ihn dann fast den ganzen Tag an mir dran hatte. Es war dann aber auch am Anfang eigentlich ganz okay, weil dann hat das Kind geschlafen, war okay und hat nicht mehr so exzessiv geschrien. Und dann habe ich gemerkt, dass das mir gut tut, dass ich mein Kind bei mir habe, dass mir das hilft, eine emotionale Bindung oder eine stärkere emotionale Bindung zu meinem Kind aufzubauen, anstatt dass ich es in einen anderen Raum lege oder ins Bettchen lege oder irgendwo anders hin, wo es dann nicht bei mir ist, als wenn ich es bei mir habe. Und ich das Kind riechen, sehen und fühlen kann, als wenn es irgendwo anders liegt. Und das hat mir einfach, was dieser Aufbau der emotionalen Bindung angeht, das hat mein Leben gerettet. We've been waiting through all this highs and lows. So anxious to meet you. Counting weeks and months and kids and somersaults. Also was ich immer noch merke, wenn ich Amon, wir haben auch einen Buggy, und wenn ich ihn im Buggy habe, er guckt dann auch nach vorne, man kommuniziert nicht richtig mit dem Kind. Und wenn ich ihn dann im Sling habe, ich habe ihn hier auf der Hüfte und wir sind Gesicht an Gesicht und das ist also Wahnsinn, wie viel mehr Kommunikation da entsteht. Und kann man sich auch vorstellen, wenn man ein kleines Baby hat, wie viel mehr man mit dem kommuniziert, wenn man es vor der Brust hat. Und das ist auch da eine schöne, eine tolle Nähe, die entsteht.